Hallo und willkommen zurück zu Borderlands. Willkommen! Wir sind in Rust Commons West Oh und treffen jetzt ja, Chuck und Alter, wir müssen Dirk. bis nach da unten. Ah, kann ich einfach den See folgen? Ich weiß ja nicht. Oh. Ich hoffe, da kommt man durch. Ah. Autsch. Ich glaube, weiter als hier geht's nicht mehr. Oh, ja. Hier sind die, die einen aufhalten. Heißt nicht zu Fuß weitergehen. Mann, die gehen ja fast nicht mehr. Was? Gehen die so einfach tot? Ja, so ist das geil. Ja, aber schau mal, wir haben einen Weg weg auf uns. Ein XP mache ich mir nicht die Mühe. Ja, selbst mal 20% bringen da wohl nicht mehr. Aber ich liebe es, überlegen zu sein. Wo denn? Ich bin jedenfalls zu Fuß unterwegs und auch schon gleich da. Ein XP. Oh, da gab es 2 XP. Ja, super. Haben wir eigentlich Hey, erstmal wieder. müssen wir hier wohl überleben, bis diese Tür da geöffnet Ja, wir wird. hatten wieder ein Level Dann haben wir up. einen neuen Checkpoint. Das ist natürlich auch cool. Machen wir meinen Facewalk noch ein bisschen stärker. So, ich stehe vor dem Typen. Okay. Alle Gegner sind beseitigt. Okay. Geld. Geld. Das wollte ich nicht. Hi. Oh, das ist wieder sowas. Oh,
Obwohl, warte, schau mal. Wollen wir meine Waffe noch füllen mit Muni? Wäre eine schlau, oder? Ja. Warte, SMGs benutze ich ja. Ach nee, das habe ich schon gehabt. Deck Upgrade, okay. Okay, die sind so teuer, dass man sich von denen immer nur eins kaufen kann. Was soll ich? So, ich bin jetzt fast komplett pleite. Das heißt, wenn ich da aufgehe, dann gehe ich nichts. Alter, ah, meine ganzen Slots sind alle voll. Cool. Alter, hab ich viel Muni. Das ist krass. Dann überleben wir mal die Runde. Oh, die Gegner kommen hier in Käfigen. Oh, okay, die haftet nicht. Was? Das geht höher als Level 10. Was? Du hast SMG Stufe 11 inzwischen. Okay. Haben wir geschafft? Oh. Ja, das war's schon. Wo ist der Ausgang? Ah, da. Da sind ja leider keine Gegner außer in der Arena. Und da, wenn ich schnell genug wieder rauskam, konnten wir nicht mit Gegner kämpfen. Oh, das ist aber gar kein schlechtes Schild. Oh, was heißt? Nächsten Kreis lassen wir. Weniger Kapazität als man jetzt sieht, ist aber bessere Gesundheitsregeneration. Einer 954. Ne, da ist meins besser. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal die triviale Quest in New Haven. Und dann fahren wir zum kommenden Dingsterbumster. Da können wir ja sowieso. Hä, was? Der Typ hat uns keine neue Quest in der Arena gegeben mit Runde 2. Doch, aber die möchte ich jetzt nicht machen. Warum? Wie schwer ist die denn? Oh, ja gut. Kann ich verstehen. Also wir teleportieren jetzt nach New Haven, Helena, teleportieren nach Koms, wie auch immer es heißt. Ich suche gerade einen Teleport, ich sehe aber nur ein Auto. Also wenn du das Auto hast, fährst du im Endeffekt von der Map her nach oben. Ich glaube, das Symbol ist ein Teleporter, oder? Außenposten, ja, ich glaube, Außenposten sind Teleporter. Nach oben? Ja, oben? Auf der Map nach oben halt. Ja, das ist oben. Da sollte noch ein Catcher White sein und da auch dieser Teleporter stand. Bingo, woher wusstest du das? Ja, weil auf der Map die Dinge alle markiert sind. Echt, bei mir nicht. Doch! Du erkennst nur die Symbole nicht! Das war einfach nur ein Sternchen. Was? Nein! Zoom doch mal ein bisschen ran, das ist kein Sternchen. Kann sie? Man kann das? Ja, natürlich! Sag mal, stellst du dich dumm? Nein, ich hab die Karte einfach noch nie zum Ranzoomen benutzt. Wozu die Mühe? Da ist so standardgemäß, wenn die Karte öffnet, ist so nach reingezoomt, dass man erstmal rauszoomen muss, um was gescheit zu sehen. Also warum Nein. sollte man auch nicht ranzoomen können? Wo ist diese Quest jetzt? Da, wo die anderen drei Quests auch sind. Okay. Dann geh mal hin. Oh, dieser weit weg.
Das ist Okay. ja gut, komm, töten ist ja Das ist in der Richtung. Das ist auch in auch der in der Richtung. Richtung. Dann kommt die Dann Wahl laufen wir zuerst. erstmal in die Richtung. Wow. Hi. Ja. Ich nehme ja immer alles mit. Hä? Oh, da liegt noch, steht noch einer. Oh, scheiße. Wow! Böses Monster, böses Monster. Okay, nehmen wir, glaube ich, wieder meinen Revolver. Granate! Shit, das ist noch einer! Nein! Ah, oh, was? In deine Richtung waren auch Gegner? Nur der eine hier. Ah, super, wir müssen da außen rumlaufen. Was meinst du mit da außen rum? Die Gegner sollen mal aufhören, sich immer wieder wegzudrehen. Ich will genau in seinen Schwachpunkt schießen, aber nein, dreh sich immer weg. Der Knaller, der Psycho ist echt Knaller. Dann fehlt das klar, der Spinnen, was auch immer das ist. Was brennt schlimmer? Lebt die noch? Ja, natürlich! Ja, Leute, du hast das Ziel weggelockt. Das habe ich nicht gemerkt. Ich war aber anders. Ah, nein, ich will meine Feuer. Nein, nicht die Pistole, das da. Ach so. So, wie genau müssen wir denn hier lang gehen? Na, außenrum, da rechts geht's nicht rein, da ist nur der Balkon oben. Ach so, also ist das. Also gehen wir technisch gesehen erst zum anderen eigentlich. Technisch gesehen, aber nur zum Teil, weil wir gleich hier rechts abbiegen können. Aber hier ist das Dosenfleisch, das liegt hier rum. Der Earl braucht Essen, das. Kannst du einen von hier unten töten, wenn du da oben stehst? Danke, ich. Ja, scheinbar. Ein Dosenfleisch mit, wenn du das siehst. Da ist noch einer. Ich nehme erstmal die Gegner mit. Die lässt man nämlich eigentlich nicht einfach hier stehen und läuft weiter. Super Idee. Ja! Oh, ist noch ein Granatenmod. Komisch, wo muss ich denn hier hin, um zu wissen? Scheiß doch mal drauf, töt doch einfach mal die Gegner! Ich hab keinen Schimmer, wie man da hinkommen soll. Töte die Gegner! Ich sammel Dosen. Töt. Die Gegner hindern dich so dezent daran. Und die bringen XP, die bringen 216 XP. Na shit! Kommt ein knallharter Psycho direkt neben mir.
Den kann ich nicht so schnell töten, naja, was soll's, das kostet. Ja, du bist selber schuld, wenn du die Gegner alle am Leben lässt und einfach weiterläufst. Ich bin noch hier unten, weil hier unten noch überall Gegner waren. Ja, da unten sind auch noch Gegner. Ja, ja, nicht schlimm. Das sollte dir. Doch! Alle Gegner müssen tot sein! Erst dann geht man weiter! Ansonsten hat man noch viel, viel mehr Leute, die auf einen ballern! Du bist ein wahrer Kriegsverbrecher. Nein, die schießen doch alle auf dich, das sind doch alle Gegner, das sind doch alle böse, die wollen dich doch alle umbringen. Was ist daran falsch, sie umzubringen? Wir auch die Bösen sind. Das sind wir nicht, wir jagen unsere Kammer. Und das ist der Psychos, steht ja doch dran. Ja, in unseren Augen vielleicht, aber. Das könnten alles nette Leute sein. Nein, überhaupt nicht. Du musst mal Undertale spielen, wirklich. Ah ja, das Spiel, wo du Gegner auch mal nicht umbringen kannst. Beziehungsweise nicht, auch mal nicht umbringen musst. So. Weil es können keine netten Leute sein, das. Weißt du, wie viele Leute von denen es gibt, die alle gleich aussehen? Es sind Klone. Du siehst auch nicht viel anders aus als die anderen. Doch. Etwa mehr Unterschied als diese. Gemeinsamkeit. Ich meine, die kleinen Psychos von denen schauen alle gleich aus, die großen Psychos von denen schauen alle gleich aus. Außer vielleicht andere Kleider. Und die Sounds machen sie auch die gleichen. Ich nehme jetzt dieses Brot und fahre weg. Ciao. Was für Ding? Nein! Du tötest gefälligst die Gegner. So wie es sich gehört. Kann ich ja von hier oben auch. Der Typ verbrennt jetzt gefälligst. Psycho, hallo. Ah, da bist du. Aua, oh Alter. Wie sehen, wenn du unterm Boot bist. Au, au, hä? Oh, hier steht ja auch noch einer. Au! Was hast du denn jetzt gemacht? Gar nichts, ich bin hier nur lang gegangen. Ja, vor diesen Typen gerade. Vor wem kam diese Explosion, diese Elektro-Explosion? Musste ich das wissen, war da ein Fass? Also ich habe auf jeden Fall nicht in Richtung eines Fasses geschossen. Nein, lauf nicht um die Kurve. Ja, danke. Wie soll ich dich jetzt töten? Oh. Ach, der ist wegen dir dahinter gelaufen. Du könntest auch einfach mal Schaden haben, der dafür sorgt, dass der Gegner, auch wenn er wegläuft, noch stirbt. Hätte man ja, Feuer oder auch Elektro. Ich habe aber gerade Elektro. Ich habe gerade Elektro benutzt und das macht keinen Schaden danach. Doch, macht es. Nach der Elektroexplosion existiert Nachschaden. Da hinten ist ein Claptrap. Möchtest du den bitte ansprechen? Ich soll mir erstmal das an, was hier im Weg liegt. Und wo da hinten? Da, wo die Gegner stehen, da laufe ich erst, wenn die Gegner tot sind. Nein, das ist nicht wirklich weit oder so. Wieso tötest du ihn dann nicht und rennst doch einfach weiter? Ja, weil ich ihn reinlaufen muss, um ihn umzubringen. Nein, der brennende Psycho, der mich da von hinten angegriffen hat, weil ich dir gefolgt bin und du ihn scheinbar ausgelassen hast. Ich wollte mehr Gegner als einen damit treffen. Oh. Wo ist das Ding? Wo ist das? Warte, wie heißt das? Das da, wo ist das? Wo wir hin wollten. Sehr gut. Das ist dort. Oder was genau haben wir jetzt? Die da. Die Essensammelquest. Oh. Oh, du bist noch da. Ich dachte, du lässt mich allein. Hä, wie? Ich bin ja gar nicht weitergegangen. Sehe ich. Doch kurz noch. Eines runtergefallen. Der arme Ami Klebetrepp. Oh, hier ist eine Munikiste. Voller Muni. Alter, habe ich viele Kugeln verballert. Das ist schon krass.
Ich kann nicht statt treffen. Oh, da kommt von hinten wieder einer, so ein Arsch. Und vor, dieser. Ganz schön viel Geld. Ja, wir sind da. Ja. Ja, bei der anderen Quest, die wir zuerst machen wollen. Au. Hier ist was zum Leben regenerieren. Hey! Oder wolltest du die? Oh, du hast immer was gestealt. Willst du die unbedingt? Die ist besser. Also ja, wenn ich es richtig gesehen hab. Hab sie weggeworfen. Einfach ge. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich eine neue Waffe. Eine Gift-MG. SMG. Nachladen. Es exakt. Gift. Au. Sind jetzt alle tot? Oh, Dosenfutter. Hier hinten ist keiner mehr. Also. Wir haben irgendwo Dosenfutter übersehen. Aber wir können die Quest machen, die hier ist. Ah ja, da ist er ja schon. Reaver. Wow, wusste gar nicht, dass die Granatending so heftig explodiert. Au! Wow, das kam hier raus. Gift-Sniper. Ein Schild. Toll. Willst du das? Nein, wieso? Da ist doch keine Gesundheitsregeneration drauf. Extra Säure Resi. Ich würde doch meine Gesundheit regenerieren. Also eine Dose. Ein Dosenfutterdose. Ich sehe da hinten was Grünes. Ich weiß noch nicht, ob das eine Dose ist oder irgendwas anderes. Oh nein, das ist was anderes. Oh, jetzt meine Metapher. Wir können ja dann eh zurück zum Anfang des Gebiets. Wir müssen ja dann in die andere Ecke. Ja. Wo ist denn jetzt nur diese Dose?
rein mapmäßig in dieser Ecke. Oh ja, die Map hat recht. Gut. Also ab nach Hause. Okay. Warte, was ist mit dem Ding? Oh scheiße, das ist recht. Das ist auch noch in der Ecke. Dann bleib oben, das ist irgendwo weiter oben. Ah ja, ich glaube, ich sehe da was abhängen. Ah! Komm ich da jetzt noch ran? warte. Wenn du ganz runtergefallen bist, musst du erst wieder hoch. Ah, ich glaube, ich kann da auch ein bisschen hochjumpen. Ah, jetzt bleib halt auf dem Gebäude stehen. Oder, warte, hier ist ein Tank neben dem Gebäude, auf dem renne ich drauf. Okay, ist hier auf dem Gebäude. Ah! So, in der Luft. Dann geh auch gleich zu ihm, wir müssen näher dran. Ah. Über diese Brücke? Oder war der unten? Bleib erstmal oben, ich weiß nicht, ob der ganz unten war. Es ist mühselig, da wieder hochzukommen. Ah ne, da ist er. Ich zeige dir den Weg! Oh, warte, er hat gesagt, er zeigt mir den Weg. Oh, gibt's da was Cooles, sehr nice. Waffenkiste. Jetzt stehen wir nur vor dem Problem, dass ich voll bin. Oh. Ihr seht, hier ist einmal eine Sniper. Zwei Elektro, 287 Schaden, 97,1 Zielgenauigkeit und 1,4 Feuerrate. Für Level 28. Nimm einfach die Sachen, die am wenigsten wert sind, weg und nimm die mit, die am meisten wert sind. Warum ist mein Inventar jetzt voll? Ich habe zwei Sachen weggeworfen. Das verstehe ich nicht. Hast du dein Upgrade schon? Ah, nein, hatte ich nicht. Oh, Moment mal. Jetzt kann ich ja noch mehr mit. Jetzt kann ich das alles wieder mitnehmen. Ja, dann ist ja gut. Ja, mein kleiner Freund. So, und hier ist nur noch ein okay, warte. Hier in Chrome's Canyon und das heißt Chrome. Das stimmt. Aber der Part ist jetzt schon fast 30 Minuten lang. 28, ja, was sagt man da, Komma? Egal. Das heißt, ja. Wir sehen uns dann wieder. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.